Und jetzt kommt das letzte, wirklich letzte Lied. Und ich glaube, es wäre der Welthit. Also, nein, versteht es mich nicht falsch. Ich bin eigentlich wirklich jemand, der eher so ein bisschen zurückhaltend ist mit solchen Prognosen. Aber ich habe schon beim Schreiben hab ich gemerkt, es wäre der Welthit. Ich habe es im Auto geschrieben, beim Heimfahren vom Auftritt ist mir eingefallen. Und ich habe selber so lachen müssen, dass ich gegen einen Buskasten vom anderen Mo gefahren bin. Servus, ich bin die Sarah Brandhuber, bin 31 Jahre alt und habe bis jetzt gearbeitet als Sozialarbeiterin in der forensischen Psychiatrie und bin gerade dabei, mein Hobby zum Beruf zu machen und möchte jetzt durchstarten als bayerische Liedermacherin und Kabarettistin. Mein erstes Teilziel ist halt einfach, dass ich so viel verdiene, wie wenn ich jetzt wieder in meinen Job zurückgegangen war. Einfach damit ich weiß, dass kein finanzieller Schaden jetzt ist, dass ich jetzt da mein Ding mache gerade. Das zweite Ziel war einfach, dass ich wirklich ein bisschen einen größeren Teil auch für unser Haus leisten kann, weil ich das einfach gern tat und weil es halt natürlich auch meinen Mann dann ein bisschen entlasten tat. Das darüber ist das dann unser Grundstück. Ja, da steht's dann. Unser Häusl. Das dritte Ziel, sage ich mal, war das eigentlich mehr so ein Gag-Ziel. Ich habe gesagt, ich möchte mal einen Monat haben, weil ich besser verdiene als mein Mo. Einfach, weil er am Anfang immer so dahergeschmerzt hat und hat immer gesagt, ja, mach doch du. Und solange du deinen Spaß hast und das passt schon. Der hat es halt lange auch nicht begriffen, dass das wirklich mehr ernst ist, dass ich davon leben möchte. Hunger? So. Schauen wir mal. Bitteschön. Schaut jetzt aus, als hätte er hier den Job im Nachtleben und nicht ich, gell? Also früher, wie ich angefangen habe mit den Auftritten, war ich von Anfang an vom Morgen schon gestresst, oh, abends auftreten, so mittlerweile habe ich das Programm ja verinnerlicht und auch, wie das funktioniert und wann ich fahren muss und so weiter. Und die Abende sind halt dann Vater-Sohn-Abende, gell? Wir reden. Pizza und Fernseher oder was? Oder Pommes und Burger, ne? Genau. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ihr traurig seid, oder? Wir sind ja Eltern jetzt seit 3 Jahren jetzt mittlerweile und da war es zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, es macht mir doch ein bisschen was aus, wenn ich nicht diejenige bin, die den mindestens 50%igen Anteil beisteuert. Das ist mir anfangs sehr ans Ego gegangen, muss ich sagen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen sportlicher, weil ich auch dieses Mama-Sein und auch diese Auftritte, die ich jetzt mache, das ist ja beides ein Job. Ja, ich habe ein U-Boot gefunden. Oh, lala. Viel Spaß. Bitte. Ja, ja. Freiheit. Wie ich jetzt angefangen habe, mich selbstständig zu machen mit dem Singen und meine Auftritte, habe ich das anfangs nicht als Job gesehen, sondern ich mache jetzt hier mein Hobby. So. Und es war anfangs ein absolutes Nullsummenspiel. Mittlerweile merke ich, okay, jetzt kommt langsam ein bisschen Cashflow rein mit dem Ganzen. Und das ist quasi hier meine Instrumentensammlung plus meine kleine Anlage, die ich habe. Das ist die neueste, die ich jetzt habe. Die habe ich mir speziell jetzt wirklich zum Auftreten gekauft. Das ist auch die teuerste, die ich habe, weil ich mir gedacht habe, ich brauche jetzt mal eine Gitarre, die wirklich genau das ist, was ich auf der Bühne will. Und dann war ich wirklich, da habe ich lang gespart, habe mir wirklich vor einem halben Jahr lang meine Gagen zurückgehalten und habe, ich glaube, 50 Gitarren angespielt. Und im letzten Laden, die letzte Gitarre war die. Und ja, ich habe mein Herz erobert. Meine Aufkleber habe ich noch, das ist der zweite große Posten. Die sind hier. Die habe ich immer dabei, die kann man nicht kaufen, die kriegt man geschenkt, wenn man bei mir auf ein Solo kommt. Dann gibt es noch meine CDs, sprich die CD ist finanziert und das ist jetzt eigentlich alles Reingewinn, also CD kostet 15 Euro, ist eine Doppel-CD. Aber was halt ich in dem Fall mache, ich tue halt alle Einnahmen von der CD gleich in eine Extrakasse für die nächste CD dann. Dann habe ich ganz neu, da bin ich jetzt auch ganz stolz drauf, wenn wir mal schnell die Kiste aufmachen. Meine Kinder-T-Shirts schauen so aus. Ich bin da tatsächlich ganz oft angefragt worden von Mamas, die gesagt haben, oh, du musst mir ein Kindershirt rausbringen, das passt so zu meinem Kind. Und ich hoffe, dass das anläuft, weil da habe ich jetzt erst eine große Auslage, weil die habe ich vorgestreckt und es sind an die 100 Stück und da kommt schon was zusammen. Und jetzt habe ich aber diesen Monat habe ich angefangen, ich glaube 6 habe ich verkauft. Also so, wenn es jetzt weitergeht, war ich froh. Ja, ich habe halt ganz oft Tage, wo ich sage, wenn ich jetzt halt wirklich in einem normalen Job war, dann darf ich mich jetzt krank schreiben lassen. Das geht aber halt nicht, weil du halt, 60 Karten verkauft hast. Und das habe ich mir noch nie traut, ehrlich gesagt, dass ich mir was abgesagt hätte. Aber ja, ich denke, irgendeinen Preis muss man zahlen dafür, dass man so einen schönen Job machen darf. Also meine Haupteinnahmequelle, ganz klar, sind Live-Auftritte. Das sind die Erlöse von den Konzertkarten. Da ist es so, wir verkaufen die Karten mittlerweile für 18 Euro im Vorverkauf und davon bleiben wir in der Regel, also es gibt andere Sachen, aber in der Regel bleiben wir da 60% von den Karten
Und 40 gingen am Veranstalter, also jetzt wie heute an das Wirtshaus, wo ich spiele. Und von meinen 60% gingen dann ungefähr, nein, nicht ungefähr, ziemlich genau sogar 15% an mein Management. Das steht im Vertrag drin, das ist Vermittlungsprovision dafür, dass er mir halt das alles organisiert und auch die Werbung macht und so weiter. Sprich, das ist dann je nachdem, also wie viele Leute halt dann auch in den Raum reingegangen, das sind meistens zwischen 50 und, ja, können auch mal 100 sein, je nachdem, so zwischen 450 und, da würde ich mal sagen, im besten Fall mir so 800 Euro, die mir dann bleiben von dem Ganzen. Genau, und wie gesagt, diesen Monat habe ich 4 Solos, das ist jetzt schon gut okay, aber es gibt halt auch Monate, da habe ich dann vielleicht bloß eins oder manchmal, also im August zum Beispiel, glaube ich, habe ich bis dato bloß einen Geburtstag drin, weil das halt einfach so, ja, ich sage mal, die Hungermonate im Sommer, da ist nicht viel los. Also wir fahren jetzt erstmal nach Dorfen, das dauert jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Da lesen wir dann den Alex auf, meinen Manager. Und dann denke ich, gute Frage, ich schätze mir nur so eine Stunde ungefähr. Dann sind wir da. Ich habe es wirklich geschaut, also ich frage nicht, wie viele Agenturen, ich glaube bestimmt 30 Agenturen angeschrieben gehabt zu der Zeit. Und das Coole ist halt, dass der Alex war halt damals sehr früh dran, das stimmt. Er hat halt quasi schon, wie wirklich ein sehr, sehr kleines Licht war am Comedy-Horizont, hat der schon gesagt, er möchte es unbedingt machen und er glaubt daran, dass das was werden kann. Hi, grüß dich. Hey. Hast du mich gleich gefunden? Ja. Komm rein. Hast du da schon mal wen veranstaltet oder ist das auch dein erstes Mal? Du bist die Erste, das ist überhaupt die erste Veranstaltung, wo die machen. Ach so? Weil der Wirt relativ neu drauf ist. Hallo! Hey, dass ich da seid, erster. Ja, schön. Also ich habe immer, das ist so die einzige tiefe Angst in mir drin, ich habe immer nur Angst, dass ich mal ein Publikum habe, das einfach meinen Humor nicht lustig findet, die dann komplett vielleicht das nicht witzig finden. Das werde ich ja nie mehr rauskriegen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, habe ich zum Glück noch nie erlebt, aber das traue ich ja oft, dass man dann halt einfach 2 Stunden spielen muss und keiner lacht. Das gibt's nicht so unglücklich. Gut, geht's los? Einen herzlichen Applaus für Sarah Brandhuber. Heißt es herzlich willkommen. Ja, danke. Merci, dass ihr so zahlreich meine Karten gekauft habt. Ich bin wirklich total überwältigt. Mein erstes Mal Solo in Rosenheim und dann gleich ausverkauft. Das ehrt mich sehr. Lieber 5 Minuten feig als ein Leben lang tot. Lieber 4 Kilo schwerer als ein Vollkornbrot. Lieber Freund verlieren als wir einen Witz nicht bringen. Lieber Häusle als Helene Fischer Singer. Und kurze Zwischenfrage: Sind Helene Fischer Fans da heute? So richtig? Das muss ich wissen für später. Man muss priorisieren, da darf man sie nicht genieren, weil man immer was riskiert. Ja, ich war schon immer so ein Mensch, der irgendwie so ein bisschen, ja, ich war wirklich früher Klassenclown und habe immer versucht, so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe aber immer Ärger gekriegt. Auch in der Uni, wenn ich dann im Referat irgendwelche witzigen Sachen eingebaut habe oder Effekte gemacht habe, dann hat der Prof dann auch gemeint, ja, das hätte ich jetzt nicht gebraucht im Referat. Und jetzt darf ich das einfach und es wird honoriert irgendwie. Rosenheim, wo seid ihr? Was soll ich denn reinschreiben? 17. Rosenheim machen wir fertig, sonst kaufen wir ein paar T-Shirts. Nein, jetzt ging es aus. Genau, das war 134, 140.
Also ob es sich finanziell lohnt, weiß ich, wenn wir das halt mal erst durchgerechnet haben. Nein, es lohnt sich auf jeden Fall. Also selbst wenn ich jetzt damit nur so viel verdiene, wie meine Mindestanforderung ist an den ganzen Job, werde ich nicht mehr was anderes machen, glaube ich. Solange ich nicht ins Minus gehe, mache ich weiter. Das war's von mir. Ich war die Sarah Brandhuber, bayerische Liedermacherin und Kabarettistin. Und für mich lohnt sich der Job definitiv. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die anderen Videos an von den anderen Berufen. Und was uns sehr freut, ist, wenn ihr uns auch ein Abo dalassen darf, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Und das gibt's da unten. Servus. Ich bin durch. Na, okay, pass auf. Jetzt. Ja, jetzt schauen alle Zuschauer. Ich mache hier gerade einen YouTube-Clip, ja.